Das ist mein Gewitterwarner am Fenster. Hier habe ich es auf 500 Kilohertz gestellt. Da, wo der empfängt. Aber jetzt das Fenster aufmachen müssen. Aber jetzt sieht man schon die Impulse. Na. Jetzt aber geblitzt. Jetzt muss er aber langsam die Impulse. Jetzt ist schon die erste grüne angegangen. Jetzt geht's wieder aus. Mal schauen. Ich habe es dann auf den Balkon gestellt, als das Gewitter anfing. Oh, jetzt ist grün. Aber bald wird es auch auf gelb gehen, nehme ich an. Wenn es jetzt noch ärger wird. Oh, wenn wir die Bandbreite mal ein bisschen... Oh, da hat es wieder ge... Jetzt donnert's gleich. Na, bitteschön. Jetzt mache ich mal den Empfänger ein bisschen leise. Das Knistern und Knacken stört. Na. Oh, da war wieder was. Ich hoffe, der geht da mal auf gelb. Aber wie gesagt, die Scheibe schirmt noch ab. Die Impulse oder die Störgeräusche. Oder die Entladungen, wie auch immer. Aber jetzt zieht es ja schon wieder langsam ab. Na, wann kommt er? Jetzt. Und jetzt hat's die Gelbe erwischt. Jetzt geht es wieder zurück, aber beim nächsten sicher wieder auf gelb. Das ist die zweite Warnstufe. Und bei rot, dann sind wir am Ende. Die grüne Lampe sind immer die Impulse, die gezählt werden. Oder die Entladungen. Na, werd doch rot. Thank you.
In dem Gerät ist ein AM-Empfänger. Oh, jetzt geht's wieder zurück, glaube ich. Das Gewitter zieht ab. Ein AM-Empfänger, der auch im ersten Retro-Radio, Mittelwellen-Retro-Radio drin eingebaut war. Und der zählt die Impulse. Eine kleine Ferritantenne ist das. Und der empfängt die Störimpulse oder die Entladung, wie wir sie immer auf Mittelwelle im Radio hören. Und dann, die werden gezählt. Und dann hat man grün bei 20 Kilometer, 30 glaube ich war es, gelb schon bei 20, aber das stimmt jetzt nicht, aber zu spät eingeschaltet. Und das zieht ja schon wieder fast ab. In Richtung Attersee, also nach Osten. Ich glaube, das wird nie mehr rot, weil jetzt zieht es richtig ab. Naja, aber ich hoffe, ihr könnt noch so ein bisschen demonstrieren, wie mein Gewitterwarner funktioniert. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Oh, das war jetzt wieder hart. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Gewitter, der Donner muss kommen. Na? Ah, ist wirklich schon weit weg. Dann mache ich jetzt aus. Servus, pfiat euch. Über OE5 CBM.